Bei gewissen Wettbewerben ist eine vergoldete Abbildung dieses Dings als Wanderpreis zu gewinnen. Da ich leider überhaupt gar keine Ahnung mehr habe, sage ich, was soll der Schwachsinn, Lars? Wir sprechen hier von einem Besen. Ist unterhaltsam. Ein Besen kann durchaus unterhaltsam sein, weil er ja auch als Preis ist. Ich kann alles mal durchgehen. Ohne Tiere gäbe es diese Art Besen, die ich... Ja, das hättest du aber halt sagen verloren müssen. Bei gewissen Wettbewerben goldener Besen. Ja, der goldene Besen. Wenn es nicht den goldenen Besen gibt, und ich kann euch sogar nochmal sagen, in Süddeutschland nennt man eine Hauswirtschaft auch Besenwirtschaft. Und da gibt es einen goldenen Besen für den Preis für den besten Besen. Ich habe alle richtig beeindruckt. Also ihr beiden müsst entscheiden. Ich bin gegen Lars. Ja, natürlich seid ihr gegen mich. So, incoming. Hast du ein Bild mitgemacht? Frauen an den Herd, die sollen mal lieber kochen, statt immer reden zu wollen oder arbeiten. Hashtag erster Advent. Das finde ich schön. Das ist wirklich klar. Das ist echt das Schlimmste daran. Hier, das ist doch schon. Frauen an den Herd, sagt der Krogmann. Oh, das Komma vergessen, du Vollidiot. Ja, sollen mal lieber du kochen, statt immer reden zu wollen oder arbeiten. Hashtag 1 Advent. Wieso hast du nicht Caps Lock gemacht? Und da hast du ein Zeichen rein. So, warum gefällt das noch nicht 40.000? Wie viele haben wir? Wie viele? Drei. Drei S? Das waren wahrscheinlich drei Frauen, die das gleich haben. Unendlich. Fördert bei richtigem Gebrauch die Fitness? Lars? Was denn? Was soll der Schwachsinn? Ist das die offizielle... Ja. Lars, also ich glaube, Lars ist einfach der Almost-Playlist-König. Ja. Können wir ihm bitte so eine Krone anfertigen? Ja, dann hau mal raus, bitte. Ja, vielleicht weißt du es ja. Fitnessstudio ist ja nicht größer als die Giraffe? Nee, ist es nicht. Natürlich. Könnte ich selber anfertigen. Ja, ein Haus? Du kannst kein Haus bauen, Lars. Warum kann ich keine Hütte bauen und das zum Fitnessstudio machen? Bis hier war ich noch bei einem Haus und sobald ich sage, da, wenn du es richtig anwendest, dieses Gebäude, kann es durchaus die Fitness fördern. Die Entscheider? Also das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt das Konglomerat. Also wer so früh callt, wo man noch offensichtlich weiß, du wir waren beim Haus. Du kannst doch kein Fitnessstudio bauen, Lars. Ich habe schon mehrere Fitnessstudios gebaut. Mach Fitnessstudio tätowiert. So, die Karte ist doch dafür da, um zu gucken, kann man so etwas generell anfertigen oder ist es ein Tier oder so? So. Und ich kann es generell anfertigen. Weil sonst kann ich diese Karte ja nie legen. Ich kann nichts anfertigen. Ja. Nee, komm, Lars, oder? Ja. Was? Ja. Was ist hier eigentlich los für eine Scheiße? Du kannst doch kein Fitnessstudio über ein Fitnessstudio machen. Fitnessstudio bauen. Dann kann er ein Fitnessstudio nächste Woche. Dann kann er für Bonjour. Ja, dann soll er ein Haus bauen. Warum? Du hast mir nicht gecallt. Ich hab geglaubt, dass er ein Haus bauen kann. Dann hätten alle gesagt, Eiffelturm. Nein, auch Flo kann kein Haus bauen. Doch Haus hätte ich dir. Ey, ich kann eine Langhandel, ich kann eine Kurzhandel, ich kann ein Crunchgerät, ich kann. Dann mach doch mal eine Langhandel für uns. Gut, dann mache ich jetzt hier eine Langhandel. Später. Gut. Die Wette gilt. Okay. Wellenbrecher fliegen durchs Meer. Wellenbrecher fegen durchs Wasser. Fliegen. Wellenbrecher fliegen durchs... Fliegen. Fliegen. Wellenbrecher schlagen. Fliegen. Fliegen. Schriegen. Kriegen. Durchs Meer. Wellenbrecher... Fliegen durchs Meer, ja? Was willst du von mir? Ja, nach dem Feld. Fliegen. Fliegen! Ja, warte mal, wir müssen das analysieren. Wellenbrecher. Fliegen! Ernsthaft? Wellenbrecher fliegen, höre ich daraus. Wie soll das denn gehen? Ich weiß es nicht, wie das gehen soll. Fliegen! Nein, nicht mimen! Okay, ich nehme Nummer 4. Pizza-Zutaten. Zeit läuft. Oh, fuck. Nein, es gibt noch so viel. Was soll ich denn? Stopp! Ah, okay. Letztes Mal haben wir aufgeschrieben. Boah. Das ist natürlich eine richtig krasse Kasse. Ja, ich hab jetzt nicht, ich hab jetzt mit irgendwas. Alter. Komm. Okay, ich sage. Ist tief gepumpt, ja, okay. So Oregano. Oh, hab ich auch, Mann. Hefe.
Was? Alter. Hefe? Nein, Hefe ist Zutat für den Teig, nicht für die Pizza. Was? Das ist doch, aber es gehört doch zur Pizza. Nee. Nee. Zum Pizzateig. Ja, dann kannst du auch sagen, Wasserstoffatom. Ja. Wasser. Wo fängst du denn an? Und dann hat er ihm gesagt, ich will ihn aber Einspruch, Suggestivfrage. Und dann hat nein, er gesagt, das stimmt nicht, abgelehnt. Gesagt, ich will ihn schlagen. Und dann hab ich gesagt, echt? Und ich hab gesagt, er soll nicht. Und er so, ja, ich schlag ihn jetzt. Das ist ja nicht, oder was? Hinsetzen! Na, ja, am Ende. Hinsetzen! Es war schon du bist jetzt mal still. Es war schon seine Schuld. Sie fort. Es war schon seine Einspruch, Schuld. Der Mann ist dumm. Was? Er ist nicht dumm, abgelehnt. Was hast du zu meinem Kumpel viel Klappe gesagt? Halten. Ruhe! Er war's. Ich glaube, er war's. Er war's. Also, ich will nicht sagen, er war's nicht. Eigentlich war's nicht. Er war's nicht, seine Frau war's. Seine Frau hat ihn einen Mörderball genommen. Nein! Nein, hat ihn nicht gemacht. Ey, du Eier! Entziehen! Was? Hä? Soll ich sagen, noch was er kriegt für eine Strafe? Vielleicht? Im Gericht? Ja. Ich will einen frischen Regel. Du willst einen frischen Riegel? Regel, Dagel. Du willst einen frischen Dagel, Gagel. Ah, oh, das tut weh. Du hast die auch falsch eingesetzt. Oh, ich, egal. Nochmal? Ich will einen frischen Spargel? Bagel. Bagel, du bist ein frischen Bagel. Ja. Muss man da so nah rangehen? Muss das sein? Oh mein Paul! Oh Gott. Jetzt rede! Ich krieg auch wieder auf! Fertig! Was tust du? Okay, das war's. Das Spiel ist super. Ich geh dann mal. Cool, dass wir es gespielt haben. So, neun Stück. Also, natürlich erstmal Teig. Aufgeschrieben, oder was? Das erste Wort, Teig. Ach komm, na gut. Ja, los, mach. Okay, Teig. Artischocken. Ja, mach weiter. Sardelle. Ja, ist in Ordnung. Pommes. No. Es gibt Pizza mit Pommes. Es gibt Pizza mit Pommes. Oh. Es gibt Pizza mit Pommes. Ja, es gibt auch Pizza mit Pizza Snickers. Mit Nutella oder was? Nein, das kannst du nicht. Nein, wenn wir jetzt bei einer Pizzaservice anrufen, Pizza mit Pommes ist da schon zu sein. Ja, schönen guten Tag, Rocket Beans TV hier. Wir sind gerade mitten in einem in einer Live-Sendung. Wir spielen ein Spiel und ich habe eine ganz kurze Frage. Mach ihn laut. Ich stelle Sie mal eben ganz kurz auf Lautsprecher. Sie sind jetzt vor der Kamera. Eine Sekunde. So. Wir haben die Frage folgendes, wir spielen gerade ein Spiel und die Frage ist, gilt Pommes bei Ihnen als Pizzazutat? Nein? Aber wenn ich jetzt eine Pizza mit Pommes bestellen würde, könnten Sie die dann liefern? Bitte? Wenn ich eine Pizza mit Pommes bestellen möchte bei Ihnen, ginge das? Nee, leider nicht. Okay, das war's. Ah, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Habt ihr gehört? Wir haben nur Bratkartoffeln. Ja, gut. Wer ist denn schuldig, dass Gunnar noch keinen verloren hat? Weiß ich nicht. Ich denke mal, Dennis. Der war gut. Das war hier. Jetzt aber. Oh. Der war richtig gut gespielt von dir. Oh, nein, Dennis! Stop it! Das ist geil. Welcome to my world. Yes. Beautiful. Soll ich, Hammer. Soll ich posen davor? Nee. Okay. Hier ist deine Strafe drin. Okay. Meine Strafe, sie wird süß sein. Das ist bestimmt auch eine Liebe, eine richtig nette Strafe. Ja, der Witz, das war nett. Echt, das war schon? Das war das Nette. Okay. Jetzt ich ziehe. Ja. Rasieren. Mich rasieren? Oh. Alter. Das trifft sich ja ganz gut. Du schreist nein, ich rasiere die andere Seite. So, hier, ne? So. Ja, genau. So ein Goatee dann zum Schluss. Genau. Alter, wie du aussiehst. Guck mal, wie jung. Guck mal, Hammer. Alter, guck mal hier, das ist super unscharf. Alter, ich find dich für'n Arsch. Don't drink and try. Das sieht richtig dumm aus. Richtig nice, ey. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil, das Teil. Alter, diese Kotelette hast du ja richtig lang gelassen. Das ist ein Redneck, ey. Und das ja. Ein besoffener Redneck. Ey, das ist das neue Emo. Ja, Redneck. Alter, das ist richtig geil. Ja, ist gut. Weiter, oder? Geil. Okay. Ist ja nicht so, dass wir dich anrufen. Wäre in einem Bahnabteil zweiter Klasse undenkbar oder würde dort zumindest großes Ärgernis erregen? Das ist ja die beste Karte. Zweiter Klasse. Die erste Klasse ist okay. Ja. Hat Tasten, Pedal, Knöpfe, Ventil oder Ausguss? Okay, bitte was? Eine Atombombe. Ich weiß ja nicht, ob der Tasten. Also ich würde es ihm durchgehen, weil ich war bei Panzer
und Atombombe ist da nicht so weit entfernt. Also ich ja, aber, Panzer hatte ich auch, wird aber nicht in Containern transportiert. Atombombe ist schon gut. Und damit ist Atombombe raus. Nee, ich dachte, da callt ihr mich. Okay. Weil Panzer ey, wenn du mich, du hättest mich wahrscheinlich gleich wieder so fertig gemacht. Und jetzt sage ich, eine Atombombe nein. wird nicht in Containern. Hey, auf so gar keinen Fall wird so eine Atombombe in fucking Containern. So. Schauen Sie mal, das ist... Ja. Hallo, also ich hab hier ganz nicht sagen, ich kaufe hier für so einen Scheiß. Möchten Sie was? Irgendwie? Größeres? Aber ich hab drei Turtles-Figuren. Geräte. Mir fehlt nur Donatello, aber die anderen drei sind total gut erhalten. Ja, hier, ich hätte noch Donatello da. Ich sehe hier drei Turtles, und aber ich sehe keine Miete für diese Scheiße. Halt, warte, bei euch ist gerade ein Problem. Hier sind drei Turtles, ich habe keine Miete für die Scheiße bekommen, deswegen kommt ihr jetzt gleich weg. Aber ich hab mich angemeldet. Gib dir noch 10 Minuten. Ich habe den Zettel ausgefüllt vorne an der Rezeption. Du hast 2-3 Töpfe Zeit, die ich kaufe, und dann bist du raus. Was? Ich habe hier mehrere Stände und möchte das gerne. Fuchs. Okay, und ihr beide streitet euch gar nicht? Das ist doch scheiße, ich habe den Zettel ausgefüllt und dann kommen Sie an und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Bin ihr seit mehreren Jahren. Sag mal, hörst du mal auf hier zu randalieren, sonst kommen Sie nie wieder. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Im nächsten Jahr sind Sie weg. Das kann ich ja sagen. Dann kannst du Susi nicht mehr bezahlen. Mal gucken, wer eh noch Bock hat, bei Ihnen dabei zu sein, wenn Sie dann so die bürokratische Scheiße machen. Die Leute sind Schlange. Hier liegt ich bin seit 8 Töpfen bin ich hier und hier kommt nur die Scheiße von Ihnen. Vor 8 Töpfen habe ich Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Schnauze halten, wenn Sie noch mal meine 8000 Töpfen muss ich nicht hierher kommen und mir sowas mit Ihnen geben. Frag doch mal ihn! Das fragt er ihn. Ich würde gerne noch mehr Stadtmiete bezahlen. Das ist viel zu gut. Sehr gut. Das ist nämlich mein Mann. Das ist ein Mann und der kriegt jetzt nämlich Ihren Stand mit. Eduard, ich will mir das mal angucken. Eduard, was bist du für ein Monster? Donatello! Das ist richtig eskaliert. Sag mal! Ist es immer noch wegen der Blondine? Wenn du einmal Donatello anrührst, jetzt heben wir mal wieder den Scheiß, die Nummer 4 hier auf. Das ist immer. Das ist meine Nummer 4 hier. Gut, das reicht jetzt auch. Klassisches Szenenende, so ein Film endet mit das reicht jetzt hier auch, komm. Will Männer finden wertvolle Mumien. Müllmänner finden tolle Mumien. Wertvolle Mumien. Mumien. Müllmänner finden wertvolle Mumien. In die Ruhe! In die Ruhe! Ja, tolle Ruhe! Mumien! Ja! Oh Gott! Zweifelhafte Zwillinge naschen Buttercreme. Zweifelhafte Zwillinge naschen Buttercreme. Alter! Oh Gott! Maschinenfehlfunktionen kommen oft vor. Maschinenfehlfunktionen kommen oft vor. Und die Zeit ist abgelaufen. Nice. Da kommen die Kabel noch. Würdest du sagen, du hast genug Kohle in deinem Job? Okay, ich möchte eigentlich direkt stoppen. Ja, komm, eigentlich mach, bitte, mach. Soll ich's tun? Ja, ich bin dafür. Ja. Okay, stopp. Lars. Ja, Lars. Was? Bist du ja. Und Gregor. Ja, ja. Wenn ich entsprechend gelacht hatte. Ich hab laut gelacht. Nein, du hast viel zu wenig gelacht. Du hast viel zu wenig gelacht. Ich hab immer gemerkt, ich muss Gregor hat doch auch nicht gelacht. Doch, er hat ja da gelacht. Ja. Gregor ist. Du warst der Einzige, den verzögert. Ja. Das ist ja richtig scheiße. Und? Das war Patrice ja. Um. Das ja, war klar, Gott, also. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ihr lacht. Weil wir in einer fucking Dampflokomotive sind. Oh Gott, war das gut. Venenleute gehen nicht zum Friseur. Venenleute gehen nicht zum Friseur. Venenleute. Jenen. 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 Hyänen. Nähnen. Nähnen. Jenen. Was? Jenen. Das Wort gibt's gar nicht. Nähnen. Zeit vorbei. Zeit vorbei, zum Glück. Gut, dass Sie da sind. Hallo, na? Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also ich bin einfach gefahren und dann plötzlich, ich bin noch völlig unter Schock. Ich bin einfach angefahren und habe sie gerufen. Mhm. Und ich habe auch kein Dreieck dabei und so. Mhm. Also ist ja alles. Ach, kein Dreieck dabei? Haben Sie uns beide gerufen? Ich war völlig in Panik und ich habe einfach alle Nummern, ich habe da auch. Um was geht's? Es geht um. Also ja, Sie sehen es ja. Also es ist ja völlig. Da geht ja nichts mehr voran. Und, aber ist niemand gestorben, oder was? Noch ist niemand gestorben. Also, warum bin ich denn dann da? Ja, das frage ich mich auch.
Haben Sie wieder beide Kollegen gerufen oder was ist hier das Problem? Nee, es tut mir leid, ich dachte, weil. Sie sind ein ganz anderes Dings. Ich würde Sie jetzt erstmal verhaften, weil ich nicht genau weiß, wer Sie sind. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Sind Sie jetzt erstmal mit. Warte! Gesagt, dass wir gerne mal zusammen ausgehen. Ich weiß nicht, dass jetzt nötig. Ich wurde gerade schwer verletzt, offenbar. Okay, weißt du, wir waren gegen. Okay, ich ist schwer verletzt und gestorben. Ich wurde angeschossen. Ja, offenbar. Ja, ich sag ja nicht in meine Hand. Okay, oder? Das war schwierig. Nee. Hey, sind wir uns nicht, aber ehrlich? Ja, wir müssen auf Gunnar. Natürlich müsst ihr das. Attacke auf Gunnar. Und ich hab, kann er das vielleicht gerickt? Nee, ja, das hab ich eben schon probiert. Jetzt. Ah. Yes! Jetzt, Gunnar. Oh. Weil vielleicht müssen wir das Spiel mal drehen. Nein! Ah, shit. Das ist so. Da kann eigentlich nichts mehr rauskommen aus der Platsche. Mentos und Cola. Oh, geil! Soll ich mir auch wieder die Nase hochziehen? Das hätte ich gern gemacht! Das will ich auch machen! Ja, das wollte ich schon immer machen. Lass uns alle machen parallel. Hm. Ja, so, wir werden auf jeden Fall uns übergeben. Du nimmst jetzt einen Schluck Mentos. Nee, du nimmst keinen Schluck mehr. Du nimmst alles in den Mund, habe ich gedacht. Du nimmst die Cola so und dann machst du einen Mentos rein. Keine Ahnung. Okay, wir kommen. Nein. Hm? Ja. Der ist ein bisschen wenig, Alter, ne? Ordentlich. Alles voll. Ist alles voll? Okay. Mach zu! Halt zu, halt zu, halt zu! Und jetzt wackeln! Links, rechts, links, rechts! Ja! Ich sitze wieder nicht! Ist geil! Nochmal! Looping, looping, looping! Und jetzt shake it, baby! Shake it, baby! Ey, er hat mich einfach nur angerotzt. Wie widerlich ist das denn? Dumm. Mein ganzes Handy ist voll mit deiner Cola hier. Ist das dumm, ey. Dein Handy ist auch komplett voll. Oh, geil. Alter, ist das bescheuert. Und jetzt mit Rasierschaum. Und Benzin. Komm, wir machen das aber hier noch rein. Benzin. Oder? Nee, Alter. Nicht hier drin. Ja, aber in meinem Maul. Bist du dumm? Ja. Oh, ist das dumm. Ich geh mal Mentos, nur mal so. Auf die Plätze. Oh, warte, ich hab grad einen Stich. Warte. Warte noch ganz kurz. Okay, es geht los. Vorsicht, dein Tanga ist auf der Straße. Vorsicht, dein Tanga ist auf der Straße. Vorsicht, dein Tandas. Vorsicht, bei Hondas auf der Straße. Hondas. Zahnarzt. Dein Zahnarzt auf der Straße. Tandas. Tandas. Was sagt es? Was sagt es? Ich hab das nächste. Ah, okay, nice. Ja. Also, Karriere, da ist das nochmal. Deinen Geburtstag verbringe ich mit Wahlen. Deinen Geburtstag verbringe ich mit Wahlen. Ja! Also, sein, ja, mein. Hier Straße sind verrückt nach Reisbrot. Hier Straße sind verrückt nach Reisbrot. Irgendwas ist verrückt gut. Nach Weißbrot. Oh, Scheiße. Nein, ist doch. Hier Straße. Viel Straße. Hier, ich hab dir ein Sabberlätzchen mitgebracht. Ich würde sagen, heute zum Feste trinken wir Feste. Alle Reste. Ich glaube, das ist genug. So. Hier mal den Tusch hier. Ich bitte hier den Tusch. Okay. Ich glaube, wir hatten genug für heute. Alles klar. Und okay, heute so, wieder Wir gehen raus. Sonst gehe ich gleich die alte Knolle. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Ich kann mal was mit dem Kann das mal jemand wegmachen hier? Wir hatten letztes Mal Kunden. Eine Rede und dann macht ihr macht alles kaputt hier mit dem Shit. Kollege, wir müssen gleich hier in den Ring ran. Wir müssen gehen. Es ist vorbei. Die Show ist over. Ihr habt beide ab, ihr habt genug. Komm mit. Und viermal geht es zu Ende. Ich schaff.
Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Fass dich nicht so an. Fass dich nicht so an. Die Fastenzeit. Wir haben die Fastnachtzeit. Sie ist vorbei. Mach's gut. Danke, Jungs. Dankeschön. Ich hab mich verletzt. Hat ein Loch, wo ich eine Münze reinschieben kann. Ich bin hier. Der Papst würde sich damit oder darin nicht den Fotografen stellen. Okay. Was soll das? Hä? Es ist doch... Ja. Ist das jetzt schon der Call, oder was? Echt? Das ist ja... Nee, hör mal raus. Das ist ja jetzt völlig albern, dass du mich jetzt hier callst. Natürlich habe ich was. Ein Röhrenrad. Wie machst du eine Münze in ein Röhrenrad rein? Du kannst eine Münze durch ein Röhrenrad schieben und auf der anderen Seite geht es wieder raus. Röhrenrad ist ja Loch. Schon ein Loch. Ist aber jetzt kein Loch. Das ist kein Loch, ne? Ein Röhrenrad ist ja ein einziges Riesenloch. Das ist kein Loch. Achtung, ich nehme Typisches auf einem Campingplatz. Ja. Oh. Hier Wort beendet. Ich finde, das ist. Pass auf, jetzt hab ich was. Das ist Kieswege. Schon ganz schön spezifisch. Ja, gut, ist aber nicht schlecht. Rasen geschrieben. Ja. Wenn ich irgendwann Campingplatz buche, gucke ich immer als erstes, ob die Kieswege haben. Das ist doch krass. Lass du noch, Alter, mach mal. Was ist das denn? Boden? Gemeinschaftsküche. Himmel. Ja, von mir Jeder aus. Campingplatz hat auch Himmel. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Wie schnell hier so Kacke durchwinkt, Alter. Hilfe, Alter, Kiesweg. Salz. Was ist denn das? Was gehört zu einem Campingplatz? Kiesweg. Ja, typisch für Campingplatz. Das ist typisch für einen Campingplatz. Was ist denn immer auf dem Campingplatz? Was ist denn Kiesweg? Willst du mich verarschen? Ja, was sind denn sonst für Wege? Asphalt oder was? Ja, aber allein schon Weg ist doch schon scheiße. Kann ich auch sagen, Straße? Kiesweg ist Kiesweg. Ist so ein symptomatisches Zelt. Ja, ja. Also, outside the box. Demokratie. Wer ist für... Wie Demokratie im Kiesweg? Demokratie hat auch Grenzen. Ja. Warst du überhaupt schon mal auf fucking Zeltnetzen? Nein. Ja, da habe ich auch immer einen Himmel gesehen. Ich habe nie einen Kiesweg immer. Gesehen. Ich war auf keinem Campingplatz, wo nicht der Himmel war und Wolken. Aber Himmel sind und Wind. Nicht typisch für einen Campingplatz. Okay, Tian. Ich lese es jetzt nicht vor, weil ich gerade dagegen gestimmt habe. Du bist so spaßig. Ich habe original Himmel? Sand. Ja. Aber das lese ich jetzt. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Wer ein Quiz? Wer ein Quiz? Hochhält, kann einhaken. Wer im Quiz hochhält? Torhält. Wer im Quiz? Torhält. Ey, hallo? Wer im Quiz durchfällt? Nein. Alter, wer im Quiz? Hochhält. Wer im Quiz? Hochhält. Schummelt. Hochhält. Wer im Quiz kunkelt? Wer im Quiz... Alter, popelt. Hä? Popelt? Achtung! Oh, Wolfing Louis wird aktiviert in 10 minus 3, 2, 1. Oh, fuck you doch! Alter, eliminated. Gunni, auf Gunni. Auf Gunni. Nein, fick dich. Ach komm! Yeah! Zimt-Challenge. Da habe ich dir auch gesagt, dass wir das nicht machen können. Ja, aber gesagt, wir machen es doch. Das ist so eine dumme YouTube-Kacke einfach. Zimtliche Nase. Ich habe das aber noch nie gemacht, weil das so dumm ist. Ich finde das eben. Ich will es mal sehen. Ja, okay, und jetzt spucke ich gleich Zimt durch die Kübel. Hey! Zimt-Challenge! Zim, ja, ich mach's auf jeden Fall. Zim, ist halt nur einfach mega dumm. Ja, aber das Ding ist, ey, du kannst dir selber aussuchen, wo du dir den Zimt einführst. Na, das gut, ist nämlich das Besondere heute. Du meinst mega dumm, so wie wir eben alle sind? Yes. Ja, ein Löffel. Ein maximal ein Level Zimt. Alter, das ist viel, krass. Mega geil. Gib mir mehr, ein gehäuften Erdbeer Zimt. Und dann musst du ganz tief Luft holen, wenn du es drin hast. Aber um ganz ehrlich zu sein, dann wollte ich schon auch immer wissen, ob das wirklich so krass ist. Nimm doch erstmal den Mund und dann gucken wir mal weiter. Ja, genau. Ja. Ja, ist doch. Wollen wir weitermachen? Alter, die Kerze! Alter, ist das geil! Gib mir die explodiert gleich! Hast Hammer. Du das gesehen, Alter? Warte. Hier gibt's gleich Gasexplosion, Mann! Alter, Lars, sieht aus, jetzt eine Kackwurst im Mund. Alles okay? Mhm. Okay, lass mal kurz raus. Aber ich. Oh, alleine von dem Dämpfen hier. Irgendwer schreibt uns. Riecht aber ganz lecker nach Zimt hier. Ach, irgendwas von kicker.de. Alter, Vater. Ist das hier Weihnachtszimt? Das sieht man nicht, ne? Aber es ist echt neblig hier geworden.
Lass es doch. Das bricht gerade. Ist auch dreckig da bei dir, ne? Er hustet immer noch. Komm mal, Baby. Du musst ja auch runter machen. Guck mal! Ja! Mach mal runter! Guck mal, mach mal runter! Ja, Mama. Ja! Nice! Das ist das beste Spiel! Es ist gehundener Zeit! Ja, Mann! Er ist halt gerickt. So, siehst du ja, jetzt Lars wird nicht, kommt nicht mehr dran, der Grüne ist es. Nein, noch mehr trinken. Yes! Alter, Lebertran! Ja, wir, die hatten. Das gibt's nur in Märchen! Oh, Lebertran! Das gibt's gar keinen echten Wein. Nein, die hatten keinen Lebertran, deswegen habe ich gedacht, Dorschleber den Saft. Oh, das finde ich in Ordnung. Das geht klar. Das ist ein Substitut. Das ist ja, aber das ist das letzte. Musst du beeilen, du hast noch 35 Sekunden. 38 Sekunden, um Leben. Schnell. Oh, das ist schon so. Alter, ist das eher. Alter, mach mehr rein, mach mehr. Schnell, schnell, 30. Schnell. Schnell, gleich ist Retro-Club. Ich kann das nicht sehen, ich muss. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Isst, trink es jetzt. Trink es. Ich muss gleich mitbrechen. Trink's leer. Okay, es reicht, Alter. Oh, Scheiße, ich schon höher, ey. Ich trink's noch zum dritten Mal, meine Kotze. Eigentlich irgendwas zu trinken? Ja, klar. Mhm. Wo gibt's denn nichts zu trinken? In welcher Location? Außer hier bei Almost Playly gibt's hier was. Ja, das stimmt. Hallo, hier. Geil. Wow. Valentin, was ist hier passiert? Komm mal her. Komm mal her. Was ist das wieder? Mama. Valentin? Steh mal auf, komm mal her. The fuck? Komm mal her. Mama. Komm mal her. Komm mal her. Ich war zu lange, bis du herkommst. Ist okay, ist okay. Ich war zu lange, bis du herkommst. Okay, so. Alles klar. So, stopp, 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 stopp. Damit fangen wir gar nicht erst an. So, du gehst in die Ecke jetzt. Schön in die Ecke. Kurz! The fuck? So. Uff. Björn! Ja, alles klar. So, alles klar. Ja, du bist ein Guter. Du bist ein Guter. Jetzt muss ich kurz umdenken. Du bist ein Guter. Du bist ein Guter. Bei dir alles okay? Ja, eigentlich schon, ja. Wunderbar. Gut, alles klar. Ist super, ne? Spät jetzt? Ja, ich würde auch jetzt selber ins Bett wollen. Dann würden wir sagen. Alles klar, bringst du mich schnell? Da ist schon vorbei. Guck mich nicht so an! Stopp, vorbei! Wie du einfach nur rumsaß und gar nicht wusstest, was los war. Ah, Mann. Was zur fucking Hölle. Du warst erst nicht schlüssig, was du sein solltest. Dann wurdest du ein behindertes Kind sein. Dann hat dein Kopf gesagt, ich kann hier kein behindertes Kind spielen. Und wurdest dann zum Hund. Was aber auch viel über dich aussagt. Nein, das stimmt nicht. Auf einer Ebene. Nein, das behindertes Kind und Hund. Nein. Hallo. Genau, hallo. Das stimmt nicht. Behindert? Nee, komm, Hund. Darf ich sagen? Darf ich schon sagen, was ich bin? Nee. Hexe, Hopfen, kleine Nissen. Hexe? Hexen? Hexe? Wie hast du ja gesagt, Alter? Brüste, Mopse, Möpse? Hexe, Hopfen, kleine Nissen. Möpse, Rotzen, kleine Küken. Hexe, Hopfen. Möpse, Motzen. Ja, ne, Ochsen. Möpse, Ochsen. Au! Möpse, Rocken. Clown. Clown? Hexe, Hopfen, kleine Hissen. Das letzte raff ich noch nicht. Möpse, Clown, keine Nein, Kissen. Nein, anderes Wort für Clown. Stehlen? Möpse, Hopfen. Boxen. Hoxen. Alter. Alter, ich krieg's sowas von nicht raus. Hoxen. Rock, Boxen, Noxen, Foxen. Zeit vorbei. Alter. Was, ich... Möpse. Was? Möpse, Mopsen, kleine Bissen. Sag mal, spinnt ihr? Okay! Los! Das geht gerade nicht. Falsche Anordnung. Andreas! Floren! Florentin Will! Und Gunnar Krupp! Gunnar Krupp! Ja. So. Hoch. Die Taste. Nochmal. Okay. Ist es noch drin? Und nochmal dem Publikum applaudieren.
Und wir gehen alle wieder. Und jetzt rennen Joggen wieder alle raus. So. Gehen wir nochmal raus und wieder. Kommen noch einmal noch mal rein. Einmal kommen wir. Kann man einmal noch rein. Oder das über. Das ist verstehen. Aber jetzt ein Pärchen müssen wir jetzt kommen. Ja, genau. Los. Okay, Flo. Also würde man es nicht hören, was wir hier sagen. Okay, und? Schon ganz leise. Okay. Du warst richtig, du kommst alleine. Achso. Das ist der Hauptdarsteller. Jetzt kommt richtig hier, der Hauptdarsteller. Boah. Ja. Okay. Frohes Hanukkah. Und auf schwarz gehen. Und auf schwarz. Das war's schon. Und vorbei.